Willkommen. Jetzt geht es um das Thema Motivation. Motivation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Leben, denn Motivation ist immer ein Anreiz, ja, Ziele zu erreichen, überhaupt lebensfähig zu sein. Es gibt verschiedene Bereiche, zum Beispiel sich selbst motivieren, Beispiel für Motivation. Motivation im Job, im Alltag. Welche Rolle spielt die Motivation? Dann gibt es noch den Bereich Definition, Motive. Kann Motivation beeinflussen? Welche Stärken können einen dazu führen und so weiter? Und die primäre Motivation. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Sich selbst motivieren ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um überhaupt vorwärts zu kommen. Wer sich nicht selbst motiviert, schafft auch keine sinnvollen Ziele im Leben. Denn eine Fremdmotivation sind meist die Ziele, auf die man eigentlich keine Lust hat. Fremdmotivation ist zum Beispiel, Papa, Mama sagen, du wirst Erzieher. Weil ich bin Erzieher, deine Oma und dein Opa waren Erzieher und die alle anderen davor waren auch Erzieher oder Polizisten oder ist egal welcher Beruf. Deswegen musst du Erzieher werden. Du willst aber gar nicht Erzieher werden, aber du machst das für deine Familie. Du bist motiviert durch deine Familie. Aber du merkst selber später im Beruf, du bist unzufrieden. Was machst du? Du willst irgendwie ausbrechen, brichst dann erst aus, wenn deine Familie tot ist, oder dein Vater, Mutter tot ist, und dann machst du erst was anderes, und dann ist es meist zu spät. Deswegen musst du dich auch selbst motivieren. Du musst deine Stärken erkennen, und ganz besonders nicht nur erkennen, auch ausbauen, daran arbeiten und diese Stärken in einen Wunschweg einbringen. Die Selbstmotivation wird durch dein eigenes Vertrauen geschenkt. Du musst dir selber vertrauen. Vertraust du dir nicht selber, kannst du dich auch nicht selber motivieren. Und ganz wichtig, um dich selbst zu motivieren, musst du Spaß dabei haben, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Beispiele von Motivation sind zum Beispiel intrinsische Motivation, das ist die innere Motivation. Innere Motivation sind zum Beispiel Hobbys, was machst du gerne und so weiter, fährst du gerne Fahrrad, bist du motiviert dich zu bewegen, feierst du gerne, malst du, zeichnest du, machst du gerne Musik, bist du eher ein Kunstmensch und so weiter. Das ist so der innere Antrieb für die Motivation, die du quasi für dich nutzen kannst, um schneller auch zu lernen. Die extrinsischen Motivationen sind äußere Anreize sind zum Beispiel finanzielles Geld. Zum Beispiel bei der Arbeit, das Gehalt, der Status kannst du aufsteigen, um einfach besser dazustehen für dich, aber auch für deine Familie, eventuell auch für die Kollegen, je nachdem, ob du jetzt so, ob du ein Egoman bist oder nicht. Das musst du dann für dich entscheiden. Die Motivation im Job und im Alltag. Ja, sag auch mal nein. Sag nicht immer ja. Sag nicht immer ja und arm. Du hast deinen eigenen Willen. Sei motiviert, auch mal nein zu sagen. Ganz wichtig auch, wenn du möchtest von anderen deine Wertschätzung erhalten. Aber wenn du erkennst, dass die anderen auch was gut machen, dann gebe ich selber Wertschätzung. Das Leben ist ein Geben und Nehmen und das motiviert einen. Denk positiv. Ganz knapp. Das war der nächste Punkt. Denken Sie vor allem bewusst positiv. Versuchen Sie das Negative immer außer Acht zu lassen. Klar, es gibt Negatives, das muss man einrechnen, aber arbeiten Sie nicht mit den Negativen. Arbeiten Sie mit den Positiven und das Negative halten Sie im Hintergrund. Und meiden Sie vor allem Jammerei. Also ich kann es ohne hören, wenn jemand ständig sagt, oh, ich fühle mich so krank, ich kann nicht schlafen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und das ist scheiße, das ist verboten, das geht nicht, das. Oh. Eher kriege ich die Krise. Anstatt einmal mal zu sagen, ach, heute ist ja schön sonniges Wetter, anstatt zu sagen, boah, ist das warm, das ist anstrengend. Ah, ist doch schön die Sonne. Einfach mal das Spiel umdrehen. Klar, es ist warm, es ist ein negativer Faktor. Denk doch mal nicht darüber nach, dass es warm ist, sondern einfach nur, dass die Sonne scheint,
dass man rausgehen kann, auch mal für eine Stunde, wenn es zu warm ist und nicht den ganzen Tag, aber dass man rausgehen kann und so weiter, dass man spazieren gehen kann und solche Sachen. Versuch doch mal aus dem Negativ mal positiv rauszuziehen. Für manche Menschen ist es schwer, aber es ist machbar, wenn man es nur möchte. Diese Menschen kennt ihr bestimmt auch, ich auch. So, welche Rolle spielt denn die Motivation überhaupt? Die Motivation ist quasi ein interner Impuls, der eine Handlung ausführt oder ausführen möchte, um vorwärts zu kommen. Der führt dazu, aktiv Mittel zu suchen, um seine Existenz zu sichern. Das habe ich am Anfang gesagt, ohne Motivation bist du nicht lebensfähig. Dann weiter hier. Die Definition von Motivation ist die Richtung, Intensität und Ausdauer einer Verhaltensbereitschaft hin und weg von Zielen. Je mehr du motiviert bist, umso schneller kommst du an dein Ziel. Umso weniger du motiviert bist, umso langsamer kommst du an dein Ziel. Das ist das, was ich damit meine. Motivation ist kein Verhalten vor allen Dingen. Absolut nicht. Verhalten ist was ganz anderes. Sondern eine Reaktion auf innere oder äußere Einflüsse oder Anreize. Und Motivation ist die Bereitschaft, etwas leisten zu wollen, etwas leisten zu können. Nicht mit Jammerei, sondern mit positiver Denkweise. Motivation ist auch der innere Antrieb, etwas zu bewegen, um dich zu bewegen. Aber auch der externe Antrieb, um Erfolg im Beruf zu haben. Und die Motive für die Motivation, ja, es gibt so viele, es gibt weit über 2000 Motive. Es gibt wirklich sehr viele Motive. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, um Gottes Willen. Will ich ja noch bis morgen setzen. Aber es gibt drei sekundäre Grundmotive. Das ist das Leistungsmotiv. Ich möchte etwas leisten, ich möchte etwas können. Das ist das Machtmotiv. Ich möchte herrschen, ich möchte was sagen. Und es gibt das Anschlussmotiv. Ich möchte nicht irgendwo hinterherhängen, ich möchte immer am Ball bleiben. Das sind die drei sekundären Motive. Diese Motive sind fest verankert im menschlichen Gehirn. Die kriegt man noch nicht raus, aber wollte auch nicht. Fertig ist. Kann man Motivation beeinflussen? Könnt ihr das? Könnt ihr das? Ich wisst das selber. Ich kann euch das beantworten. Unsere Erfahrung beeinflusst unser Verhalten. Das ist ganz klar. Verhalten ist aber auch keine Motivation, sondern eine Reaktion. Aus dem Verhalten bekommen wir eine Reaktion und die nennt sich dann Motivation. Ja, es hört sich kompliziert an, aber wenn man es wirklich ein paar Mal hinter sich hat, dann man auch ein paar Mal gemacht hat und auch so weiter, dann kriegt man das auch locker hin. Motivation wird auch von äußeren Faktoren beeinflusst, was ich schon oben gesagt habe. Und diese Faktoren nennt man dann auch die Belohnung, Anerkennung, Prämien, Beförderung und Lob, zum Beispiel im Job. Was ist denn das primäre, nicht das sekundäre, sondern das primäre Ziel oder das primäre Motiv einer Motivation? Hunger, Wärme, Kleidung, Überleben. Leben ist Motivation. Und wie kannst du dich stärken? Indem du ergebnisorientierst, vorwärts gehst, lösungsorientierst vor allen Dingen, Lernbereitschaft zeigst, belastbar bist, also Kompetenzen international, mein Deutsch heute, Kommunikationsstärke. Ja, mir fallen auch manchmal Worte nicht ein, also Kommunikationsstärke ist nicht so mein Fall. Aber ich habe Erfahrung. Begeisterungsfähigkeit und vor allem Durchsetzungsvermögen, das brauchst du heute ganz stark. Das ist im Thema Motivation, damit bin ich durch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr wissen wollt, macht da mal ein Abo, Like oder Kommentar. Es würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.